What can I say? Thank you. I still have some of the rabbit left that I salted up. Would you join me for a meal? It's the least I can do. Ah, warum nicht? Damit ich nicht umsonst die ganzen 30 Kilometer hergeritten bin. Haben Sie was dagegen, wenn ich Ihre Schränke durchsuche? Go ahead and take a seat at the table. Food is just about done. Okay. Sagen wir, zu essen sage ich nie nein. Oh. Well, it's good and hot. I hope you enjoy it. You helped me to catch it after all. Bon appetit. Please enjoy. And thank you again for everything. I really am grateful. It was nothing. You're a good man. Oh, you don't really know me. I know enough. There's always more to find in ourselves. You helped me to see that. My husband, Cal, was such an optimist. I found that to be very contagious. But there's a fine line between optimism and naivete. And we were both born with a silver spoon. Banquets, butlers, valets. Sounds terrible. It was just so many people, so many things. I was lost in it. I was crushed by it. My father was very overbearing. Then we came out here and I got crushed by this. You know, I pictured myself picking fresh vegetables, sipping homemade wine, writing a great novel. Eine Unmacht ist nahe. But I turned out to be a far more pathetic anti-heroine than any I could ever pen. Oh, well. I reckon you're gonna be just fine. Are you all right? Can I get you some water? No, I'm fine. I just, thank you for this. I think it's best if I make. Stay right there. It's gonna be okay. Wow, wow, wow. My dear Arthur, I have gone out hunting. Not a phrase I thought any pen of mine would ever ink, but nonetheless one I am very proud to finally be able to write. I am so very grateful to you for all the help and encouragement you've given me. There is some money in a box on the nightstand. Please take it. I have far more than I need back in the city, and I'd like you to have it. Please take care, and remain true to the man I know you are. Es ist nicht mein Hut. Das ist nicht mein Hut. Wir nehmen das Schmuckkästchen natürlich nicht mit. Wie gesagt, Geld haben wir genug. Das ist jetzt nicht zwingend das Problem. Will ich meine Bärenmütze wieder haben. Wobei ich diesen Hut sehr stylisch finde, aber... Jetzt setz doch diese blöde Mütze auf, Alter. Das ist halt auch so ein Problem
mit dem Controller hättest du einfach nur die Richtung gedrückt. Ich muss aber mit der Maus halt die Richtung simulieren. Hatten wir nicht hier hinten noch was? Hier hinten war doch was, oder? Bin ja nicht bescheuert. Dann nehmen wir mal lieber die Brücke. Weil das zu schwimmen wird etwas knackig, glaube ich. Obwohl, das wäre auch gegangen. Oh, ein legendäres Tier. Welches denn? Ein Elch. Yep. Okay, girl. Fragezeichen. Klar, wir binden unser Pferd an dem Baum an, an dem vielleicht irgendwas ist. Ach so. Würde ich nicht. Wenn wir schon mal da sind, machen wir auch den legendären Elch klar. Das ist ja natürlich logisch. Das? Nee, es ist, glaube ich, ein wildes Tier. Ja, wo ist er denn, der legendäre Elch? Da lang? Also die Spur gelb, jetzt ist sie blau. Da ist ein Bär. Wenn der Elch jetzt auf mich losgeht, wow, nein, das war nicht. Wenn der Bär jetzt auf mich losgeht, das will er nicht. Oh, da hinten ist er. Ist er? Jetzt? Ich habe ihn nicht getroffen, ne?
einen Baum. Ich hab ihn. Das arme Tier, möge es in Frieden ruhen für meinem Tribut. Ein legendärer Elch, das gibt mir. Mal gucken, was es mir dann gibt an neuen Klamotten. Das war nicht so schlecht. Du kannst nicht alle Teile dieses Tieres einsammeln, da du keinen Platz mehr dafür hast. Öffne deine Tasche und schaffe Platz. Vielleicht kann ich noch mehr wegschleppen. Ja, wie ich schaffe mehr Platz? Ich kann doch gar nicht mehr aufheben. Let's go, girl. Das muss ich mal kurz gucken. Ich weiß ganz genau, dass es hier noch eine Nebenmission gab. Der nächste Wildhüter ist erst da unten. Oh, seriously? Oh, dann auf zum nächsten Trapper. Aber vorher. Erstmal wieder eine vernünftige Waffe auswählen. Dass der Bär ja nicht wieder rumstiefelt. Der war ja gerade noch hier. Okay. Einfach mal eine Klippe mittendrin. Immer mal ab und zu stoppen, weil man nicht weiß, wo man hinreitet. Bäumchen. Ach Gott, ey, wo bin ich denn hier wieder reingeraten? Alles nur wegen diesem blöden Trapper jetzt.
Ja. Du? Soda. Eine alte Mine? Da kann man nicht rein, okay. Ja. Ja, auch so ein kleiner Erkunder, ne? Would you look at this pale old brute? Must have found him up north, right? So, Fell des legendären $35. Oder? Would you look at this pale old brute? Must have found him up north, right? Kann ich? Überhut. Kann ich nicht, hä? Muss ich das seriously jetzt verkaufen? Ich weiß jetzt nicht, ob ich das verkaufen muss. Ich verkaufe es ihm einfach mal. Would you look at this pale old brute? Must have found him up north, right? Welcome back, sir. So, what do you have for me? Ah, jetzt kann der Trapper mit dem Fell einen leeren das legendären right, Ace eine Bekleidung für mich herstellen. Ah, ich muss es ihm also verkaufen. Like your best day's work. Wenn es mir nur sagt, was es ist, dann. Muss ja irgendwas mit Jagen zu tun haben. Oder auch nicht. A lot of folk want apprentice under me. I got no competition. Why would I want some? Legendären Jäger habe ich. Legendären Bären habe ich.
ist nur ein Teil. I don't sell to stores. You want my wares? Right here's the one place to find them. Es könnte sein, dass es nur ein Teil ist, den er braucht. Ja, legendärer Elch und Wolfsfell, ja, toll. Zu früh gefreut, lieber Daniel. Es ist halt wirklich nur ein Teil eines Crafting-Rezepts. Best trapper I ever knew, my fourth wife, native. She'd find a trail while the bloodhound was still sniffing its own ass. Tja, schade. Hell of a woman, rest her soul. Geweih haben wir noch. Das kann ich ihm auch nicht verkaufen. Thanks, Mister. Bespoke saddles delivered right to your stable. Hier steht er mitten in der Pampa. Was glaubt er, wenn er hier was verkaufen kann? So, das nächste wäre jetzt mal wieder das. Eine Quest, so richtige Quest, so mit allem drum und dran. Alles halt gebaut, hier kommt man wieder nicht drum rum, ne? Hier sind wohl ein paar Biber am Berg. Ja. Okay, hier ist irgendwas komisch. Ach, hallo. You okay? Hell. You sick, partner? It's in me. They're in me. You're not well, friend. Butcher's Creek. Butcher's Creek. Where? Butcher's Creek. Is that where you're from? Butcher's Creek. You want me to take you back, or? There ain't. Me. Come on, let me get you home. Was zum Teufel? Das läuft denn mit ihm nicht richtig? Oh, Butcher's Creek. Oh, da. Na, man kann auch noch sitzen. Respekt. Eine Schlange? Okay, schnell weg. Pass auf, dass du die fremde Person nicht ertränkst, wenn du in tiefes Wasser reitest. Der wird ja wohl noch sitzen können, oder? Oh!
Sorry. Butchers Creek. Aus Versehen den Huhn überritten. Kann mal vorkommen, Eifer des Gefechts. Yeah, he seems calmer now. I found him out in the woods. Well, Lemuel, sweet Lemuel, such a nice man, such a good man. Come here, come on, come on. Get up here, help you. Since the troubles began, he's not the same. It's in me. Why is he looking at me funny? No, he's not well. It's the darkness. He said it's the darkness. Who says it's the darkness? Well, the village is. Well, thank you, sir. I thank you for Lim. Wow. Please, sir. Lemuel, not well, sir. Die Finsternis, ja. You got anything for me? Oh, yeah. Of course, sir. Love and friendship in the darkness. What else are there? Obadiah Hinton, that's me. Yeah. Love and friendship. Friendship and love. We're not a rich village, sir. But with love, rich. We thank you. Okay. Wow. Naja, da haben wir das überrittene Huhn ja wieder wettgemacht. Okay, girl. Hey, mister. Stupid language. Ich wollte eigentlich mein Pferd füttern. Dieses. Hey, have this, girl. So, jetzt wieder Richtung. Richtung eigentliches Ziel. Ja. Die Finsternis haut da raus. So, bevor wir hier wieder ohne Waffen losziehen. Habe ich gar nicht gesehen. I know he's your husband, but it's gonna be violent.